Weiß und flach. Das muss Papier sein. Oder hier bitte irgendeinen beliebigen Namen einfügen. Nein, danke. Ich stehe nicht auf Beschäftigungstherapie. Therapier. Ach, egal. Warum? Es hört dir doch nicht zu. Okay, Papier können wir leider nicht mitnehmen. Können wir das vielleicht aufschneiden? Können wir vielleicht es ansägen? Aber dann kann es niemand mehr benutzen. Das wäre so schade. Das ist kein Esspapier. Ach, schade. Boah, Esspapier, lang nicht mehr gegessen. Oh. Das ist kein Backpapier. Ob es noch was mit Klopapier gibt? Beim Dip vielleicht? Der ist doch nicht leer, oder? Nee, Gott sei Dank. In diesem Bild faltet Captain Unbrauchbar einen Einwegbumerang. Boah. Patent anmelden. Ich kann es nicht verhaften. Es hat eine weiße Weste. Mit Bohnendip. Können wir das eigentlich auch vollsauen? Boah, ich glaube, wir werden noch lange Zeit an diesem Spiel spielen. Wollen wir schmutzige Karikaturen zeichnen? Ach nö. Deine schmutzigen Karikaturen sehen immer aus wie Gurkenscheiben. Ja, Gurkenscheiben. Benimm dich, Harvey. Lieber Gurkenscheiben als Füße. Ja. Aber dann kann es niemand mehr benutzen. Okay, hier kommen wir offensichtlich sehr gut weiter. Eine Staffelei. Ui, lecker. Ein lecker? Staffelei. Harvey, das ist nur eine Staffelei. Oh, so ein Ärger. Ich habe in der Kommandozeile Waffeleisen gelesen. Nein, nein, das ist ein Staffelei. Das kannst du trotzdem essen. Kann man das anschneiden? Ich nenne es Freiheit im Zickzackkurs. Malerisch. In diesem Bild durchbricht Captain Unbrauchbar die Kinoleinwand. Last Action Hero. Sieh mal, Harvey. Eine unbenutzte Leinwand. Schnell, wir müssen sie verhunzen. Verhunzen. Randale. Finde ich immer noch am geilsten. So, sieh mal, Harvey. Ja. Wir verhunzen ja schon. Wir fangen an mit Topflappen. Die wären ein prima Kunstwerk. Ich brauche sie aber bestimmt noch für ein Rätsel. Das glaube ich aber auch. Wegschmeißen will ich ja nicht. Sieh mal, Harvey. Eine unbenutzte Leinwand. Ja, dann bitte verhunz doch endlich. Hier mit Ketchup, Staffelei. Sieh mal, Harvey. Die verhunzen nicht, die quatschen nur, die machen nichts. Sieh mal, Harvey. Vielleicht hiermit. Sieh mal, Harvey. Wie kann man die denn verhunzen? Vielleicht so. Sieh mal, Harvey. Ich will töten. Regal. Das ist alles Krimskrams aus der Beschäftigungstherapie. Kann man da was mitnehmen? Nein, danke. Ich stehe nicht auf Beschäftigungstherapie. Das ganze Spiel ist eine Beschäftigungstherapie. Ich weiß, ich erkenne die Ironie. Benutzen? Nein, danke. Vielleicht zerschneiden? Keine Chance. Ich boykottiere die Beschäftigungstherapie. Gut, ich weiß auch schon wie. Am besten mit dem Messer. Keine Chance. Okay, ich weiß auch schon wie. Am besten mit dem Senf. So, und am besten noch mit dem Ketchup. Und dann natürlich noch mit dem Bohnendip. Nein, das Zeug hat schon lange genug gestanden. Wieso, war es im Verhör? Schmeiß mich weg. So, Herr Bienenmann, da ist ein Schlüssel. Ein Generalschlüssel. Das ist Kunst. Nein, das ist ein Generalschlüssel. Es ist verlockend. Aber genau das macht das Kunstwerk aus. Je mehr ich mich darüber ärgere, dass ich diese Kunst zu sehr zu schätzen weiß, als dass ich den Schlüssel entwenden würde, desto genialer wird das Werk. Und desto weniger kann ich den Schlüssel nehmen. Und umso mehr ärgere ich mich. Nimm den Schlüssel. Nur weil ich hier stehe und mich darüber ärgere, bin ich bereits Teil des Kunstwerks. Ach, das ist so tiefgründig, dass ich es einfach perfektionieren möchte. Nein, das soll heil und sauber bleiben. Was? Du bist nicht Edna. Nein, das... Ui,
Das gefällt mir tatsächlich. Ja, mir auch, kleiner Kumpel. Lass es uns mitnehmen. Ach, Harvey, dann wäre es ruiniert. Ich warne dich. Der Spieler wird dafür kein Verständnis haben. Wenn der hier alles versteht, ist ihm ohnehin nicht mehr zu helfen. Viva, viva. Ach Mann, jetzt kann ich sie mitnehmen. Ich habe kein Verständnis dafür, deswegen will ich es kaputt machen. Nein, das soll... Ach. Hallo, Bienenmann. Hallo, Fremde. Ja, hallo. Ich dachte gerade Ronja Räubertochter, aber Ronja, die Rubinrotrecherin aus Romburg. Fremde. Ich rede nicht mit meinem Bienenkostüm, das halte ich aber für ein Gerücht. Nenn mich ruhig Ronja, die rubinrote Rächerin aus Romburg. Wie du willst, Ronja. Eigentlich heiße ich Edna. Na, das kann man später klären. Kennst du einen Weg hier raus? Der naheliegendste Weg wäre wohl eine geistige Genesung. Das passiert allerdings so gut wie nie. Vielleicht, weil die Kriterien geistiger Genesung dem Urteil des Doktors unterliegen. Und mal ehrlich, wer würde seinen eigenen Stammkunden eine Bedarfsdeckung bescheinigen? Ganz schön zynisch für jemanden, der ein Bienenkostüm trägt. Wie dem auch sei. Einige der Bekloppteren unter uns benutzen das alte Wäscheliftsystem. So gelingt es ihnen, unerlaubt die Stockwerke zu wechseln. Der Wäschelift in die Freiheit muss aber noch gebaut werden. Krass, da haben sich die ganzen Bekloppten hier richtig organisiert und ich glaube, die haben da irgendwie... Ich glaube, den Pflegern und so ist das auch egal, solange die Bekloppten einfach nur drin bleiben. Und der Bienenmann, der scheint ja nicht verrückt zu sein. Der ist halt nur eine Biene halt, wie sicherlich auch einige von euch das so sehen. Ja. Warum hat man dich hier eingesperrt? Du wirkst so klug und aufgeräumt. Ich habe da eine Theorie. Ich glaube, es hängt mit meiner Kleidung zusammen. Männer, die Bienenkostüme tragen, haben einen schlechten Ruf. Liebe weibliche Zuschauer, was haltet ihr denn bitte schön von Männern mit Bienenkostümen? Seid ihr da vielleicht eher skeptisch? Also, wenn man jetzt in einen Club geht und da so ein bisschen abfeiert und so und da steht an der Bar so ein Typ, lässt sich einfach total gut aussehend hier mit Meister Propper Gedenkfrisur und der trägt einfach ein Bienenkostüm. Ist man da eher abgeschreckt oder ist das dann doch eher, dass man sagt, Querstreifen, heiß. Wäre mal interessant zu erfahren. Woher glaubst du, rührt der schlechte Ruf des Bienenlooks? Ganz klar, die Medien. Männer in Bienenkostümen werden quer durch die Medien als Witzfiguren dargestellt. Und der Hauptschuldige? Kinderanimationsfilme. Zeichentrickfilmautoren führen eine regelrechte Kampagne gegen uns. Der Mexikaner aus Die Simpsons. Willy aus Biene Maya. Oder die Familie Dalton in Lucky Luke. Männer in Bienenkostümen sind die Clowns der Medien. Ja, eine gewisse Ähnlichkeit zu Ronald McDonald, der hat ja auch mal so Streifen. Das kann man nicht abschlagen, hat er schon recht. Aber Hut ab, gut recherchiert. Wobei Willy aus Biene Maya ist ja immer der Dummdödel gewesen, ich weiß ja nicht. Maya, Maya. Doch, ich glaube, der war schon relativ dämlich, muss man einfach mal so sagen. Na gut, hat er recht. Warum trägst du ein Bienenkostüm? Aus Solidarität mit anderen Männern in Bienenkostümen? Um die insektoide Tracht für den Weltmarkt zu öffnen? Als Realsatire, um die Modebranche zu boykottieren. Und letztlich, um meiner Bewunderung für unsere fleißigen Honigsammler Ausdruck zu verleihen. Du hast eine Wette verloren. Ich habe eine Wette verloren. Oh, schön. Warum hast du so große Ohren? Damit ich dich besser fressen kann. Und, wie ich fürchte, als Ventil für meine überdurchschnittliche Ohrenschmalzproduktion. Ja, das ist, Überdurchschnittliche Ohrenschmalzproduktion? Igitt! Ja, das ist kein Zuckerschlecken. Es sollte am besten nicht mal im selben Gespräch wie Zuckerschlecken vorkommen. Diese Überproduktion ist bei mir so eine Art allergische Reaktion auf Heißgetränke. Dabei könnte ich jetzt einen Kaffee gut brauchen. Das ist so schön mit dem Zuckerschlecken. Ach, ist einfach ein Traum. Ach komm. Wie war das noch mit dem Ohrenschmalz? Es handelt sich um eine Art allergische Reaktion auf Heißgetränke. Dabei könnte ich jetzt einen Kaffee gut brauchen.
Wir haben oben noch eine Kaffeemaschine. Wir müssen Kaffee besorgen, Kaffee machen, damit wir ein Kilo Ohrenschmalz. Och, oh, nö. Och, bitte nicht auch Pogi. Was hast du dir dabei gedacht? Oh. Malst du was Bestimmtes? Ich warte noch auf Inspiration. Ein Schluck Kaffee würde mir sicher helfen. Aber ich schäme mich wegen meiner Allergie. Deswegen brauchst du dich doch nicht zu schämen. Meine Allergie führt zu gesteigerter Ohrenschmalzproduktion. Oh. Ja, na gut. Ach ja, übrigens. Eigentlich heiße ich Edna. Freut mich, dich kennenzulernen, Edna. Wer ist dein kleiner Freund? Das ist Harvey. Er hilft mir, hier rauszukommen. Servus, Harvey. Nettes Outfit, Alter. Okay, haben wir das? Dann... Ich mach dann mal eine Fliege. Nur zu. Okay, dann haben wir das. Da hinten ist noch eine Tür. Oh Gott, wie viele Räume es hier gibt. Ich weiß schon gar nicht mehr. Tür, Bienenmann, Wachsstifte. Die Wachsstifte können wir nicht mitnehmen, ja? Die müssen wir liegen lassen. Die passen. Der Bienenmann malt mit Wachsstiften. Okay, können wir dem sonst noch irgendwie einen Top draufsetzen? Magst du Töpfe? Die Frage ist mir zu persönlich. Ich habe ja nicht nach Dosen gefragt, Alter. Brauchst du zufällig ein Messer? Wir benutzen hier in der Beschäftigungstherapie keine Messer mehr. Seit diesem Vorfall wird nur noch geklebt und gefaltet. Was für ein Vorfall? Der Barmann hat Professor Nock versehentlich einen Lungenflügel amputiert. Dabei wollte er sich nur eine Semmel schmieren. Und jetzt klebt und faltet ihr eure Semmeln? Ich habe bereits 10 Kilo abgenommen. Ach, schön. Brauchst du eine Gabel? So dringend wie einen dritten Fuß. Wow, mit einem dritten Fuß wäre ich richtig Kick-Ass. Dann behalt die Gabel doch einfach. Gut, machen wir. Dritter Fuß wäre super. Außerdem kannst du dann viel mehr Zehennägel produzieren. Da kannst du eine Fabrik eröffnen. Brauchst du zufällig Topflappen? Zufällig nicht. Ich habe immer ein eigenes Paar dabei. Und das ist farblich auf mein Kostüm abgestimmt. Wow. Tauschen wir? Na gut, warum nicht? Oh. Erfolg freigeschaltet. Wir haben getauscht und haben jetzt gestreifte Topflappen. Ey, Alter, das sind ja richtige Topflappen, die du da hast. So, vielleicht Bohnendip statt Kaffee? Das hilft vielleicht auch bei einer gewissen Überproduktion. Möchtest du Bohnendip? Lieber nicht. Dafür genieße ich die absolute Kontrolle über mein Verdauungssystem zu sehr. Na gut, dann lassen wir das lieber und... In diesem Bild zähmt Captain Unbrauchbar die Bienenkönigin. Bei einem flotten Walzer. Keine Ahnung, warum ich das jetzt gesagt habe. Ich habe keine stichhaltigen Beweise gegen ihn. Die ganzen Wortspiele ist einfach ein Traum. Etwas Senf dazu? Wozu? Dazu. Sieh zu. Wie zu? So zu. Wozu? Korfu. Ach, dazu. Sag ich doch. Ach, Mensch. Das Spiel muss ein Drehbuch haben. Also die Design-Dokumente, die müssen so ewig lang sein, allein schon durch die ganzen Dialoge. Etwas Ketchup dazu? Wozu? Dazu. Sieh zu. Wie zu? So. Wozu? Koch. Ach, dazu. Sag ich doch. Super, das probiere ich nie wieder. Harvey? Was hältst du von dem Typen, Harvey? Mir fällt nichts Ungewöhnliches an ihm auf. Finde ich sympathisch. Ich habe hier was für dich. Ich hoffe, es ist nicht wieder ein kaputtes Stuhlbein. Nein. Und? Was ist es dann? Ich bin ungeheuer gespannt. Es, ist ein immaterielles Wirtschaftsgut. Verstehe. Wie das Konzept für ein marktfähiges 2D-Adventure-Spiel. Exakter Mundo. Dann stell dein immaterielles Wirtschaftsgut bitte da hinten in die Ecke. Dort ist die Luftbewegung nicht so stark. Wir wollen doch nicht, dass es sich verflüchtigt. Ach schön, das Konzept wurde bestimmt auch in der Beschäftigungstherapie entwickelt. Einfach nur ein Traum. Spielst du Polo? Nicht mehr. Die Pferde haben zu viel Angst vor mir. Aber ich bin ganz gut im Eiskunstlauf. Warum fragst du? Nicht wichtig. Okay, jetzt sind wir auch durch. Können wir vielleicht noch... Möchtest du meinen Kugelschreiber? Nein, danke. Ich bevorzuge die Wachsstifte. Das ist eine Vorliebe von mir, die vollständig unerklärlich ist. Und die doch eine gewisse Ironie in sich birgt. Schade, dass er die Ironie nicht erklärt. Aber kann man sich ja schon denken.